Wir haben ein Spiel vorbereitet, was wir schon seit vielen Jahrzehnten planen und aus Pietätsgründen bislang nicht gemacht haben. Wir haben gedacht, mit dir haben wir vielleicht einen Gast, der die richtigen Worte findet und das mitspielen kann, ohne dass wir eine Staatskrise auslösen. Das Spiel heißt Tot oder Lebendig. Es gibt ja so ein paar Promis, bei denen man sich fragt, lebt der noch oder ist er schon tot? Wohl wahr. Oft gefolgt von der Frage, warum lebt er eigentlich noch? Ja. Oder warum ist er tot? Wir würden gerne das Spiel mit dir spielen. Es heißt Tot oder Lebendig. Ich habe sie auch noch nicht vorher gesehen. Ich decke sie einfach mal von hinten auf. Mhm. Ne? Also das ist Prominenter Nummer 1. Es handelt sich um Freddy Quinn. Junge, komm bald wieder. Ja, ist bald wieder nach Hause. Meines Wissens ist er verzogen und war lange nicht gesehen. Also es ist beides denkbar. Aber es ist tatsächlich einer. Über Freddy Quinn, so schön, schön war die Zeit, hat er auch gesungen. Brennend heißer Wüstensand. Und 1000 Mann und ein Befehl. ja, stimmt. Also so 50er, 60er das hab ich Jahre. Erzählt, nicht ich habe letztens gedacht, dass Peter Alexander, der auch ungefähr so die Kategorie ist, ob Peter Alexander tot ist oder nicht, der ist aber ja. schon, glaube ich, 2012 ja, gestorben. Ja, der ist schon ja, länger das gestorben. Weiß man das hat man mitbekommen. Ja. Aber bei Freddy Quinn. Wie sieht's aus? Ihr müsst jetzt ich mal tippen. Glaube, der lebt noch. Der lebt noch, ja. Ich würde sagen, er lebt noch. Und er ist glücklich dabei. Also das ist richtig, er lebt. Super. Freddy Quinn, 86 Jahre alt. Ab 2009 zog er sich zunehmend aus dem Rampenlicht zurück, trat nicht mehr auf und verzichtete auf Interviews, aber er lebt. Kannst du dir das auch vorstellen, ab einem gewissen Alter dich komplett zurückzuziehen, dass die Leute wirklich dann so ein... So ein Mysterium, so eine ja. Art Legende. Man weiß es nicht, ob er noch lebt. Ja, denkbar. Okay. Ach, das weiß ich auch. Karl Moik. Lebt, weiß ich nicht. Einfach weiß ich nicht. Weißt du? Ja. Ist verstorben. Ja. Ist verstorben. Ist leider verstorben. Leider. Das ist richtig, er ist tot. Moment, ganz kurz. Nee. Das ist... So langsam dämmert mir, warum wir das Spiel noch nie gespielt haben. 26.03.2015, im Alter von 76 Jahren. Ah, das ist gut. Dagmar Berghoff. Die Jüngeren werden sie gar nicht kennen. Nee, das ist tragisch, nicht? Miss Tagesschau. Viele der Figuren, die kennen die Jüngeren gar nicht mehr. Ja, wirklich, leider, ne? Ja. Gibt es irgendjemanden, der den Platz von Dagmar Berghoff ausfüllen kann heutzutage? Nachrichtensprecherin, bekannte. Judith Rakers. Ja. Judith Rakers. Ja. Das Gute an Dagmar Berghoff, das weiß ich, Trivia, ich glaube, ihr fehlen 3 oder 4 Finger. Ist das so? Hand, ja. Und sie hat immer ihre Karten so gehalten, dass man die Finger nicht, immer so, dass man nicht wusste. Ne? Eine Hand so. So hat sie die Papiere mal gehalten, dass es nicht aufgefallen ist, weil es sah so aus, als wären die Finger dahinter. Aber wenn sie dann das Papier weggenommen hat, dann waren die Finger nicht da. Aber was sagt ihr? Das ist ja genial. Also wie ist euer Tipp? Finger. Ja, auch quietschfidel. Ja. Quietschfidel. Bis auf die Finger. Von leichter Gebrechlichkeit gezeichnet, aber das fällt nicht weiter ins Gewicht. Auch wahrscheinlich mal in ab und zu Gosch Sylt gesichtet ja, worden. Ja, so genau, das Gosch Sylt-Gesicht. Also wir sagen das, auch beide lebten. Okay, ja. Das ist richtig, sie ist nicht tot. 75 Jahre super. Alt. Ja, das war jedenfalls ein gutes Spiel. War ein sehr gutes Spiel, oder? Spiel, es war bei Karl Moik, hat es mir so ein bisschen im Herzen wehgetan, weil ich dann gedacht habe, irgendwie ist das doch auch fies, wenn man dann hat, der dann gestorben ist. Und dann das Bild zu sehen und so. Ich hätte noch ein paar auf der Liste. Sag mal. Egidius Braun. Egidius Braun vom DFB? Mhm. Es gibt doch die Egidius Braun Stiftung, dann ist der Da finde ich zum Beispiel sehr viel subtiler. Ja. Und also Egidius Braun würde ich sagen, lebt nicht mehr, weil es gibt die Egidius Braun Stiftung und den Egidius Braun Preis. Und das bekommt man immer erst so Stiftungen, wenn man tot ist. Jetzt komme ich. Nick Werup. Was? Ja. Also stimmt. Falsch. Egidius Braun lebt. Ich 93 Jahre oder so. Nein, ist tot. Mick Vero von Diese Drombusch. Hallo. Ach so, du meinst jemand Egidius Braun. Ja. Egidius Braun lebt und? Ja. Mick Vero tot. Mick Vero tot. Ja. Und hast du noch einen? Günter Schabowski. Günter Schabowski tot. Weiß ich auch ziemlich sicher. Okay, Tommy Pieper. Tommy Pieper. Die Stimme von Alf. Ach so, die Stimme von Alf. Oh, stimmt. Das ist schwierig. Altersheim.
Altersheim? Pflegefall. Aber soll jetzt nicht die nächste neue Alf-Staffel rauskommen? Das kann doch nicht sein, dass dann Tommy Pieper tot ist. Was denn sonst noch? Lebt. Doch, lebt noch. Lebt Tommy noch. Pieper lebt ja. noch. Lebt Tommy mehr. Orner? Ja, das ist ja einfach. Heinz Riesenhuber. Heinz Riesenhuber, tot. Ehemaliger tot. Bundesminister tot. Für? Lebt. Wirklich? Nein. Habe ich noch gesehen. Dann? In Wirklich? Frankfurt, am Bahnhof, habe ich noch gesehen. Mit Jeans. Er ist erst 19. Egon Krenz. Lebt. Lebt. Ja. Ja. Udo Lattek. Ah ja, das ist schwierig. Das ist eine gute Frage. Udo Lattek, weiß ich nicht. Deswegen ist es eine gute Frage. Udo Lattek. Tot. So von der tot, würde ich auch sagen. Tot. Innerlich wenigstens. Das ist richtig. Tot. 2015. Oh Gott. Der jetzt? Ich könnte eben so weitermachen, aber die Sendezeit läuft uns weg. Die Sendung ist gleich gestorben. Meine Damen und Herren, kaufen Sie das Buch von Heinz Strunk und wenn Sie mögen, auch das Hörbuch. Das Teemännchen. Großer Applaus für unseren heutigen Gast. Nächste Woche zu Gast. Lifeline-Kapitän Klaus-Peter Reich. Man ist unweigerlich. Ganz kurz, stopp. Eine Sache noch, ein Phänomen, was ich immer, wenn ich Heinz Strunk sehe, immer, wenn ich in deiner Nähe bin, dass Leute anfangen, in deiner Gegenwart automatisch zu Hamburgern. Achten Sie mal drauf, immer wenn du in der Sendung bist, wenn junge Leute aus dem norddeutschen Raum dich zu Gast haben, fangen die an, deinen Dialekt zu... Das finde ich sehr gut. Findest du das gut? Spürst du das selber auch? Ich finde überhaupt gut, dass ich Vorbild bin für junge Menschen. Aber was für ein Gefühl hast du, wenn du merkst, dass andere Leute deinen Zungenschlag übernehmen? Ist es Verachtung, ist es egal? Das kriege ich nicht mit, tatsächlich. Kriegst du nicht mit? Nee, kriege ich nicht mit. Nächste Woche zu Gast, Lifeline-Kapitän Klaus-Peter Reich, Heinz Strunk. Tschüss, bis nächste Woche.